Hi, mein Name ist Dani Koss und wir schauen uns heute an, wie wir Kontraste verändern, ohne dabei das gesamte Bild nachjustieren zu müssen. Du kennst das vielleicht, wenn du bei deinem Bild eigentlich schon fertig bist mit der Bearbeitung, sämtliche Regeln angepasst hast, die Farben wirklich schön aussehen und du eigentlich denkst, irgendwie fehlt dem Bild nur noch ein bisschen Punch und dann wäre es perfekt. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, einfach hier den Kontrastregler zu bedienen und dem Bild ein bisschen mehr Punch zu geben. Du wirst aber merken, dass du natürlich damit nicht nur die hellen und dunklen Bereiche einfach kontrastreicher gestaltest, sondern eben der gesamte Tonwertbereich deines Bildes größer oder kleiner wird. Das heißt, wir haben hier dann im Bild die gelben Bereiche, haben dann mehr Sättigung, als sie das davor hatten. Du kannst natürlich, wenn du oben den Kontrast verstärkst, unten mit der Sättigung etwas runtergehen. Es ist aber dann so ein Vor und Zurück und du hattest ja ursprünglich eigentlich schon ein Bild, mit dem du sehr zufrieden warst. Alternativ dazu könntest du dein Bild auch in Photoshop bringen und dort eine Helligkeits- und Kontrastmaske einfügen. Hier haben wir dann dieselbe Thematik, wie wir es auch in Lightroom haben. Das heißt, wenn wir den Kontrast anpassen, verändert sich natürlich wieder auch der Farbbereich. Wir können aber die komplette Ebene auf Luminanz stellen und damit verändern wir nicht mehr die Sättigung, sondern wirklich nur den restlichen Kontrast des Bildes. Das heißt, wenn ich hier den mal auf 24 stelle, dann wirst du hier das Vorher und das Nachher sehen. Das Bild hat einfach mehr Ausdruck, es ist kräftiger geworden, aber du hast nicht die Problematik, dass du wirklich die Sättigung extrem nach oben gedreht hast und das Bild dadurch einfach unnatürlich wirkt. Alternativ dazu hättest du auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Maske zu verwenden. Das heißt, wenn du hier eine Schwarz-Weiß-Maske einfügst und die Ebene dann auf weiches Licht stellst und die Deckkraft etwas reduzierst, dann erhältst du eben einen ähnlichen Effekt, wo das Bild etwas stärker wird, aber du keine komisch aussehenden, zu gesättigten Farben bekommst. Ich hoffe, dieser Tipp hilft dir bei deinen Bildern und wir sehen uns wieder im nächsten Video.